Hallo Freunde! Heute Morgen entdeckten wir beim Patrouillieren einen scheinbar großen, langsamen Hund, der allein am Straßenrand lag. Auf den ersten Blick konnte ich sofort erkennen, wie alt und abgenutzt es war. Ich näherte mich schnell und zu meiner Überraschung war der Hund sehr freundlich. Es ließ sich von mir gemütlich auf den Kopf streicheln, auch wenn sein Körper hin und wieder zitterte. Der Hund schluckte leise, das Geräusch war leise, aber schmerzhaft wie Weinen. Seine Augen waren voller Schmerz und Verzweiflung. Nachdem ich Geschichten von den Menschen um mich herum gehört hatte, war ich wütend und untröstlich. Sie sagten, der Hund habe seit 12 Jahren bei derselben Familie gelebt, sei ein intelligenter Hund gewesen und habe sich fleißig um den Garten gekümmert. Doch als das Tier dann alt und schwach wurde und nicht mehr so beweglich wie zuvor, verjagte sein Besitzer es grausam. Der arme Hund wanderte überall umher, wusste nicht, wohin er gehen sollte, und hoffte nur, an den Ort zurückzukehren, den er einst sein Zuhause nannte. Sie hatte es nicht verdient, so grausam behandelt zu werden, nach all den Jahren ihrer Loyalität und Hingabe. Ich umarmte den alten Hund, setzte ihn ins Auto und brachte ihn schnell in die Tierklinik. Als ich genau hinsah, sah ich, dass sein riesiger Körper dünn geworden war und die Rippen deutlich unter der Haut zu sehen waren. Es muss viele Tage lang hungrig und durstig gewesen sein. Der Hund fraß nur schwer und musste gleichzeitig Medikamente und Nährstoffe über Schläuche in seinen Beinen verabreichen. Diese Szene macht jeden traurig. Obwohl er ausgesetzt und schlecht behandelt wurde, gab der Hund den Menschen nie die Schuld. Vielleicht sind in seinem Kopf die Liebe und Loyalität gegenüber seinem Besitzer nie verblasst. Doch von nun an wird sich das Rettungsteam um sie kümmern. Dieser treue Hund hat es verdient, ein besseres Leben zu führen, ohne umherstreifen und leiden zu müssen. Ich verspreche, mein Bestes zu geben, um die Monate wieder gut zu machen, in denen sie verlassen und hungrig unterwegs war. Schließlich lebt ein hingebungsvolles und liebevolles Tier jetzt mit Liebe und hingebungsvoller Fürsorge.